Ihr habt es gewünscht und es ist da. Ein Let's Play, unbekannt natürlich selbstverständlich wie immer, wie lange, von Blade Master, welches ich vor kurzem angespielt hatte und das sah wirklich sehr schön aus. Ja, so also schon angespielt, habe ich ja erwähnt gehabt, dass das sehr cool war. Ja, und wir vergucken uns einfach mal ein bisschen länger an. Ich habe das neu installiert, habe es einfach mal laufen lassen. Wir kriegen jede Minute 10 Gold. Und mich jetzt insgesamt. Können wir natürlich zweifach kriegen, aber möchte ich natürlich nicht. Mein Overlay stimmt der Weg. Ich glaube, 78 Gold haben wir. Das heißt, 87 Minuten lang war das Spiel jetzt offen gewesen. Wir fangen aber an, auf jeden Fall, ohne dass ich etwas kaufe. Und zwar, um euch einfach ein bisschen das Spiel zu erklären, für die Leute, die das angespielt nicht gesehen haben. Ja, wir können also mit der Maus, wir haben hier eine kleine Unit mit Krallen, mit Dings da drum, mit Klingen. Wir sollen ausweichen, angegriffen zu werden. Wir sollen unsere Waffen nutzen und die Klingen halt, um die Gegner kaputt zu machen. Derzeit machen wir nur einen Schaden. Hier können wir uns Klingen mitnehmen, damit wir mehr Klingen haben. Und dadurch eventuell schneller angreifen. Jupp. Wir dürfen natürlich nicht angegriffen werden, ist ja klar. Ein Attack, eine Berührung mit einem Gegner bedeutet Tod. Ja. Ich möchte es nicht collecten, mal 3. Ich habe keine andere Wahl, wa? Oh doch, ist okay. Upgrade. Wir können nämlich unsere Klingen vom Schaden her aufrüsten. Auf 2, auf 3, auf 4, auf 5 Schaden. Ja. Auf jeden Fall ein bisschen mehr Damage. Ich weiß gar nicht, ob ich das Geld auch offline bekomme. Muss ich mal gucken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ansonsten habe ich natürlich auch kein Problem damit, das online offen zu lassen. Immer wieder das Spiel. So, jetzt machen unsere Klingen halt 5 Damage statt nur einen. Monsters incoming. Rampage. Das Spiel ist schon mega witzig auf jeden Fall. Sieht echt cool aus, muss ich sagen. Wir haben einen neuen Helden erhalten. Also, was heißt einen neuen Helden? Wir haben einfach eine Nebenwaffe bekommen. Sagen wir mal so, ne? Angespielt ist die Nebenwaffe gewesen. Ich weiß nicht, warum das hier Dings heißt. Collect mal 3. Achso. Collect. Ich möchte mir nämlich keine Werbung angucken. Und jetzt haben wir natürlich noch eine zweite Waffe, die wir ebenfalls aufrüsten können. Und ihr seht, Stage 10, Stage 30, Stage 60. Es gibt bis Stage 150. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Genau, das heißt, das ist jetzt der innere Kreis. Und es gibt einmal den inneren und den äußeren Kreis. Wenn die also näher kommen sollten, haben wir nochmal eine weitere Defense. Ich würde sagen, wir rüsten das mal ein bisschen weiter auf. Nehmen uns noch 10 Münzen mit. Natürlich sinnlos. Wir sollten warten, bis wir mehr haben. Und los geht's. Ist natürlich jetzt ein bisschen einfacher, weil ich einfach schon ein bisschen Geld gesammelt habe, aber wir kommen hier direkt zum Bossgegner. Okay, die kann mich gar nicht erinnern. Ich sollte sie killen können. Ich kann mich an das Level tatsächlich nicht erinnern. Holy moly. Glücklicherweise habe ich genug Damage. Ich weiß, ich habe der nochmal. Okay, wir haben kaputt gemacht. Sehr nice. Wir können dadurch sehr viel Gold farmen. Bonus Stage complete. Die gab es noch angespielt nicht. Faszinierend. 666 Gold. Wir können es natürlich mal 3 nehmen. Aber ich möchte mir keine Werbung gucken, ehrlich gesagt. Das stört mich nur. Wir können leider nicht. Level 10. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Aber an sich ändert sich natürlich nichts. Wir können leider nicht verbessern, dass wir hier das hier verbessern können. Ich habe auch gesehen, es gibt keine Möglichkeit zum Backuppen. Das heißt, wenn ich tatsächlich mal BlueStacks, warum auch immer, neu installieren müsste, wäre mein Stand weg. Ihr seht auch vom Angespielt her, habe ich hier nichts mehr übrig. Finde ich sehr uncool, ehrlich gesagt. Aber wir gucken uns das einfach ein bisschen an. Mal gucken, ob es dann viel Spaß macht. Auf jeden Fall möchte ich es erst ein bisschen genauer angucken, ne? Rampage. Ich
Und der Bossgegner. Ich würde sagen, ich packe das immer so in 5er-Parts. Das heißt 1 bis 5, 5 bis 10, also 6 bis 10 und so weiter. Sonst ja, kann ich halt nicht so viele Folgen davon machen. Das finde ich ja auch doof. Wieder ein Bossgegner. Ein anderer Bossgegner. Beware of Boss splitting up little spiders. Okay. Gut, ist natürlich ziemlich, ziemlich sinnlos, weil wir einfach mal so stark sind, dass wir alles one-hitten. Es wird die Stage kommen, bei denen wir nicht mehr so leicht weiterkommen werden. Ja. Ich meine, ich habe jetzt 11 Attacks, das ist schon echt viel. Bis Level 300 geht das hier. Wow, okay, heftig. Ja. Und da sind wir schon bei jetzt Stage 6. Ich würde sagen, auch wenn es natürlich für euch wahrscheinlich wehtut, immer nur so kurze Folgen zu haben, sollte ich aber tatsächlich immer 15-Minuten-Folgen machen. Ich könnte die nicht mal 15 Minuten mit Content vollpacken, einfach weil ich nicht so viel Energie habe. Ihr seht, ich bin energielimitiert. Und da würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen von Blade Master. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von diesem kleinen Let's Play. Mal gucken, wie lange es geht. Ich bin gespannt, weil eigentlich ist es nicht schwer, weiter voranzukommen, weil wir hier durch das Idlen ziemlich viel Gold bekommen könnten, um easy weiter nach vorne zu kommen. Ich bin gespannt. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Bis zur nächsten Folge von Blade Master. Ciao, ciao.